Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion vor dem Gig. Ja, wie der Name schon sagt, geht es eben um die komplette Vorbereitung von der ersten Anfrage eures Bookings oder eben von der ersten Kontaktaufnahme eurerseits, bis ihr dann wirklich auch im Prinzip vor eurer Crowd steht und dann hoffentlich auch alles funktioniert. Ganz wichtig, bevor ihr hier die Zusage macht, kümmert euch darum, dass ihr euch schlau macht. Was ist das für eine Location eben? Welches Publikum verkehrt da? Nehmt das Ganze mal ein bisschen unter die Lupe. Nicht nur unter dem Aspekt, ob euch das vielleicht einfach generell zusagt, sondern auch erstmal ganz grob, ob das überhaupt Sinn macht. Denn es kommt sogar immer mal wieder vor, dass manche Leute, die euch buchen wollen, nicht ganz verstehen, welche Richtung ihr vielleicht auflegt und dass ihr entweder was anderes nicht auflegen könnt oder wollt. Und insofern ihr dann relativ blind dazu sagt, kann das auf jeden Fall in die Hose gehen und da tut ihr natürlich euch keinen Gefallen, dem Veranstaltern auch nicht und im schlechtesten Fall schadet es dann auch irgendwie eurer Karriere, also dem Ruf. Von daher ist es ganz wichtig, insofern hier eine Anfrage reinkommt, checkt es ganz genau aus. Wenn ihr Anfragen raushaut, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass ihr vorher das Ganze anständig recherchiert habt und euch sowas dann nicht passiert. Deswegen jetzt hier erstmal der Bezug darauf, wenn für euch was reinkommt. Wenn ihr das Ganze dann genauer abklärt, dann geht ihr darauf ein, eben, was wird denn eigentlich gefeiert, was ist es für eine Veranstaltung, wer ist dann verantwortlich, wenn ihr vor Ort seid. Das ist ja egal, ob das jetzt eine Privatperson ist oder eben jemand, der angestellt ist für diese Veranstaltung. Am besten auch eben eine Telefonnummer, dass ihr euch bei den Leuten melden könnt, denn meistens kennt ihr die Person ja nicht persönlich und wisst vielleicht auch gar nicht, wie sie aussieht, weil ihr nur E-Mail-Kontakt habt. Und gerade in so einem großen Chaos von einer Veranstaltung kann das schon schwer werden, hier die richtigen Leute zu finden. Natürlich auch, wo wird gefeiert, ganz klar, was ist es für eine Location, wie lang soll das Ganze gehen, spielt ihr vielleicht nur ein 2-Stunden-Set oder seid ihr für den ganzen Ablauf der Veranstaltung zuständig, wie zum Beispiel Mobile DJs eben verstärkt. Art und Größe des Publikums, welches Alter, welches Musikgenre soll hier gespielt werden und so weiter. Da gibt es natürlich auch vieles zu erfragen und auch ganz wichtig die Infrastruktur vor Ort. Eben, was ist schon gegeben? Gibt es schon eine Beschallung oder ist schon Licht installiert, was auch immer. Dann kümmern sich vielleicht andere Leute um Spiele oder andere Moderationsgeschichten, eher zum Beispiel auch wieder für Mobile DJs und gibt es auch ein festes DJ-Pool zum Beispiel, ja, kann ja sein, dass ihr hier auch noch extra was aufbauen müsst. Also da gibt es viel zu beachten, geht hier das mal genau durch, was ihr alles braucht, was ihr alles bieten könnt. Dann eben auch erfragen, was denn euer Gegenüber sich da vorstellt und wünscht und auch schon in Erfahrung bringen kann, was es da alles für Infos gibt. Teilweise bucht der Veranstalter ja auch erstmal eine Location und dann euch und kennt somit die Location vielleicht gar noch nicht so perfekt, weil es nicht wie bei einem Clubbesitzer ist, der logischerweise den Laden selbst mit aufgebaut hat. Und deswegen hier ganz genau aufpassen, dass hier keine Fehler geschehen. Am besten machst du dir auch Notizen, schreibst das Ganze mit, denn es ist ja bestimmt auch jedem schon oft passiert, dass man sich denkt, ach ja, das kann ich mir auf jeden Fall merken. Und auf einmal ist es eine Woche später und man weiß gar nichts mehr. Deswegen, das ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Nehmt euch einfach, wenn ihr telefoniert, ein Blatt Papier und kritzelt es gerade kurz mit. Das muss ja nicht schön aussehen. Und natürlich, wenn ihr E-Mail-Verkehr habt, dann habt ihr das logischerweise alles schon schriftlich. Da müsst ihr nur aufpassen, dass euch die E-Mails nicht verloren gehen. Aber zum Beispiel auch bei privaten Gesprächen könnt ihr ja vielleicht einen kleinen Notizblock einstecken und eben einfach euch die Sachen notieren. Denn wenn hier mal was Elementares dann bei der Veranstaltung selber schief geht und dann kann man es nicht mehr so leicht beheben, dann ist das natürlich sehr ärgerlich. Wenn ihr dann zugesagt habt, gibt es einiges zu organisieren. Das Equipment halt, was bringt ihr mit, sei es jetzt DJ-Equipment oder Veranstaltungsequipment, was ist eben vielleicht schon da, was muss noch zugebucht werden, dann Sonderwünsche wie eben besondere Liedeinlagen an besonderen Programmpunkten oder bestimmte Veranstaltungs Eckdaten, also vielleicht sind ja noch andere an der Veranstaltung beteiligt, wie eine Band oder Tänzer, irgendwas, was man an Show-Einlagen noch haben könnte, das natürlich auch mit eingeplant werden muss. der Musikstil ganz generell ist ja auch schon logisch. Oft ergibt sich schon durch die Art der Veranstaltung oder die Art der Location. Und dann den Ablauf natürlich. Das DJ-Pult, vorhin schon angesprochen, natürlich auch ganz wichtig, wenn ihr auf einmal mit allem eurem Equipment dasteht, aber es keinen adäquaten Tisch dafür gibt, dann ist das natürlich mehr als ärgerlich. Und ganz am Ende natürlich auch die Gage, denn ihr sollt das Ganze ja nicht nur für Luft und Liebe machen. Und hier gibt es eben einiges zu organisieren. Schaut hier, dass ihr wirklich gründlich vorgeht, damit das Ganze eben auch reibungslos abläuft. Vor dem Gig solltet ihr natürlich auch schon rechtzeitig das Ganze publik machen, insofern es eine öffentliche Veranstaltung ist. Vielleicht könnt ihr auch für euren Social-Media-Kanal mal posten, dass ihr jetzt unterwegs seid zu einer Hochzeit oder einer Firmenfeier, aber dass ihr von da jetzt öffentliche Aufnahmen macht, muss man schauen, ob das erwünscht, ob das erlaubt ist. Aber trotzdem, vor allem eben wenn ihr auf öffentlichen Veranstaltungen seid, dann solltet ihr auch die Werbetrommel hier ordentlich rühren. Denn normalerweise kostet das Ganze ja nichts, es sei denn, ihr schaltet hier Werbung. Dazu aber dann noch mehr im Marketingkurs. Und umso näher ihr dann am Gig seid, desto höher frequentiert solltet ihr hier die Veröffentlichungen machen. Am besten am Tag der Veranstaltung dann sogar 2- oder 3-mal, je nachdem, eine Erinnerung relativ früh am Tag, dass die Veranstaltung stattfindet, dann vielleicht auch noch was in Richtung ich bin jetzt auf dem Weg und dann kurz davor, ich bin jetzt da, es läuft alles, kann losgehen, derartiges. Also hier auf jeden Fall die Frequenz erhöhen und generell natürlich nicht vergessen, hier ordentlich Werbung zu machen. Die Mediathek ist eigentlich schon fast selbstverständlich, aber sollte natürlich immer aktuell sein, sollte vor allem eben auch gut verwaltet und ordentlich sein und auch an die Veranstaltung anpassen. Ist eigentlich irgendwie logisch, aber man sieht es trotzdem leider immer wieder, dass die DJs einfach nur haufenweise Musik in ihr Programm reinladen oder auf den Stick ziehen und dann während der Veranstaltung wie wild durch die ganze Mediathek scrollen, um ihre Lieder zu finden und dann natürlich auch unnötig Zeit verlieren. Unmittelbar vor dem Gig auch eigentlich ganz klar ausgeschlafen, satt und vollständig bepackt dort aufkreuzen. Da tut ihr natürlich euch auch selbst keinen Gefallen, wenn ihr da mit leerem Magen spielt und vollkommen übernächtigt seid. Das bringt niemandem was. Und vor allem auch ganz wichtig, mit genügend zeitlichen Puffer. Und genügend zeitlicher Puffer sind keine 10 und 15 Minuten, sondern es ist auch gut und gerne eine Stunde oder mehr. Denn je nachdem, wie viele ihr aufbauen müsst, was ihr alles noch mitbringt, geht da einiges an Zeit drauf. Und es passiert immer wieder, dass hier unvorhergesehenerweise mal was nicht so ganz funktioniert. Und dann braucht man natürlich auch noch die Luft, um das wieder zu regeln. Wenn ihr vor Ort seid, macht euch vertraut mit der Location, mit dem Publikum, mit den Gästen eben, tauscht euch mit dem Personal aus, insofern es welches gibt, oder eben natürlich auch mit den Gästen. Das kann insofern Gold wert sein, dass ihr hier vielleicht noch Tipps erfahrt, was bei den Gästen besonders gut ankommt, wie der Abend hier üblicherweise verläuft und eben einfach wieder dieses Netzwerken, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn schon eine Menge am Tanzen ist, weil ihr zum Beispiel erst später am Abend auflegt, dann solltet ihr die Crowd auf jeden Fall schon beobachten und schauen eben, wie verhalten sie sich, bei welcher Art von Tracks ist die Bestimmung besonders gut und eben diese Richtung, dieses klassische Crowd-Lesen des DJs. 15 bis 20 Minuten solltet ihr auch mindestens eurem Vorgänger dann noch zuhören, denn ihr wollt ja hier auch gut an dieses Set anschließen und den Übergang eben sehr nahtlos machen. Von daher solltet ihr euch da in der Richtung etwas anpassen. Insofern ihr natürlich etwas anders machen wollt, weil es euer besonderer Stil ist, dann bitte, das ist auf jeden Fall auch wichtig, ihr sollt euch hier ja nicht komplett verstellen, aber es gibt ja doch immer eben auch gewisse Punkte jetzt in puncto Geschwindigkeit oder eben Stimmung von der Musik her, wo man sich dann doch ein bisschen angleichen kann. Und deswegen hier auf jeden Fall zu empfehlen, dass ihr wenigstens die letzten 15 bis 20 Minuten des Sets eures Vorgängers genau zuhört, wenn ihr nicht sowieso schon am DJ-Pult mit dabei steht. Rechtzeitig Arbeitsplatz richten, natürlich eigentlich schon selbstverständlich. Entweder ihr macht das Ganze ja schon vor der Veranstaltung, weil ihr der erste DJ seid oder sowieso euch um die ganze Veranstaltung kümmert. Und dann macht ihr euch entweder mit dem Equipment vertraut, was schon da ist und stellt alles richtig ein, so wie ihr es braucht. Oder eben ihr baut euer eigenes Equipment auf und macht dann noch den Soundcheck. Ganz wichtig, denn hier kann eben auch gerne mal was schief gehen. Und wenn es dann kurz vor knapp ist, man eigentlich loslegen soll und auf einmal kommt kein Ton raus, ist das natürlich ärgerlich. Deswegen überprüft vor der Abreise erst schon mal, ob alles läuft. Auch wenn ihr am Tag davor oder letzte Woche noch aufgelegt habt und da lief alles, trotzdem nochmal, bevor ihr die Sachen abbaut, einfach nochmal kurz alles anmachen und ein, zwei Tracks raushauen. Das ist ja nicht schlimm, dauert nicht lange und so könnt ihr sicher sein, dass auf jeden Fall da noch alles läuft. Und packt dann auch genügend Ersatzkabel ein. Am besten packt ihr für jede Kabelart noch ein Kabel extra ein, denn das ist hier der billigste Artikel meistens eures ganzen Sets und oft auch ein sehr empfindlicher. Ein Kabelbruch oder dass ein Stecker mal kaputt geht, passiert sehr häufig. Und wenn es dann an sowas scheitert, das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich und das kann man leicht vermeiden. Die nehmen ja auch normalerweise nicht viel Platz weg, eben sind nicht so teuer, von daher sollte man hier nicht sparen. Kontrolliert eure Checkliste. Wir haben ja hier für diese Lektion euch eine Checkliste angehängt. Hier sind im Prinzip die wichtigsten Sachen für DJs drauf. Ihr habt trotzdem noch Platz, eure eigenen Punkte hier einzutragen und auch das ist im Prinzip Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement, dass ihr hier keine Fehler macht und geht die Checkliste einfach kurz durch und da seid ihr auf der sicheren Seite, könnt auch mit einem ruhigen Gewissen anreisen und deswegen druckt euch die am besten aus und legt sie in euer DJ-Gepäck, dass sie immer vor Ort ist. Dann das ganze Equipment natürlich auch stoßfest und trocken verstauen. Kabel nicht verknicken, sondern eben anständig aufrollen. Und anständig aufrollen ist keine 8 legen oder so länglich, sondern ein ganz normaler Kreis. Und das in der Windung im Prinzip, wie das Kabel auch produziert wurde, dass ihr hier besonders schonend arbeitet. Denn wie beim vorherigen Punkt schon angesprochen, diese Kabel sind meistens sehr empfindlich. Und das ist unnötig, dann hier solche Fehler zu machen. Wenn ihr in der Location angekommen seid und hier wieder alles aufbaut, dann solltet ihr natürlich wieder kontrollieren, ob immer noch alles funktioniert. Und insofern das leider nicht der Fall ist, habt ihr dann hoffentlich noch genügend Zeitpuffer eingeplant, dass ihr hier noch das Ganze beheben könnt. Aber eben auch ganz wichtig, nicht einfach anschließen und weggehen, warten, bis man vielleicht dann direkt anfängt, sondern die Sachen direkt wieder anschalten und schauen, ob das auch alles glatt gelaufen ist. Der Soundcheck läuft so ab, dass ihr den Equalizer auf 0 stellt, also im Prinzip alles auf 12 Uhr. Ihr zieht dann den Fader auch komplett hoch, der Crossfader ist auf Mittelstellung und dreht den Track vollkommen auf. Natürlich sollt ihr jetzt nicht den Club direkt schon abreißen oder des Festivals, aber eben eine adäquate Lautstärke, die vielleicht auch der von später schon sehr nahe kommt, dass ihr auch hier ein repräsentatives Ergebnis habt. Und dann geht ihr mal über die Tanzfläche und hört an verschiedenen Punkten der Veranstaltungslocation, wie das Ganze denn klingt, ob ihr da vielleicht noch die Boxen anders positionieren müsst, ob man generell am Soundbild noch was verändern muss. Das empfiehlt sich dann eher am Verstärker zu machen, weil ihr dann hier weiterhin am Mixer mit der 12 Uhr Stellung arbeiten könnt. Insofern es da leider keine Möglichkeit gibt, müsst ihr euch vielleicht irgendwie eine kleine Markierung machen oder ihr merkt es euch einfach, dass ihr hier vielleicht noch leicht was verstellen müsst, aber in der Regel gilt auch eigentlich, dass man die Equalizer beim Mixer nur zum Mischen nimmt und nicht dauerhaft hier was verstellt. Achtung hier auf jeden Fall noch, denn wenn die Veranstaltung sich füllt, der Club wird voll oder eben du spielst woanders und die Menge steht dann vor dir, dann wird sich das Klangbild auf jeden Fall deutlich verändern, weil die Menge ja sehr viel absorbiert. Und insofern empfiehlt es sich, dass du entweder persönlich oder vielleicht jemand anderen mal ein bisschen rund schickst, das Ganze nochmal abzulaufen, um hier zu überprüfen, ob das Ganze auch immer noch gut beim Publikum ankommt. Wenn ihr keinen Monitor habt, also keine Monitorboxen, die nur für euch als DJ gedacht sind, ist es natürlich sehr blöd, weil es oft so ist, dass die große Anlage fürs Publikum ein bisschen versetzt etwas weiter weg von euch steht oder es vom Sound her halt einfach so ist, dass ihr das nicht gescheit mitbekommt und die sich dann auch hier so eine Verzögerung einschleicht. Das ist auf jeden Fall blöd. Schaut hier, ob ihr hier vielleicht noch irgendwas auftreiben könnt. Wenn nicht, müsst ihr dann halt einfach schauen, dass ihr das Ganze mit Kopfhörern geregelt bekommt. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den ihr noch abklären und beachten solltet. Wenn du das Equipment auf dich einstellst, also wenn es nicht dein Equipment ist oder vielleicht durch den Transport sich was verstellt hat, dann schaut, dass ihr hier vor allem dem vorherigen DJ nicht in die Quere kommt. Und dass ihr das aber trotzdem eben alles schon rechtzeitig macht. Hier am besten dann auch mal mit dem Kollegen quatschen. In erster Linie geht es da zum Beispiel um den Mixer, dass die Kanalbelegung soweit stimmt, dass die Crossfader-Einstellung stimmt, dass der Plattenspieler richtig eingestellt ist, was jetzt die Nadel angeht und den Tonabnehmer oder auch eben, dass der Pitch richtig funktioniert. Also hier gibt es einige Sachen, auf die ihr achten müsst. Und normalerweise solltet ihr es ja auch so gewöhnt sein, wie es eben von zu Hause ist. Und vielleicht macht ihr euch da hier auch eine kleine Checkliste oder ihr schafft es euch einfach zu merken. Stellt es auch einfach alles so ein, wie ihr es möchtet, denn es gibt nichts Unnötigeres, als wenn ihr gerade mitten im Auflegen seid und auf einmal macht der Crossfader nicht, was er soll. Die Musik ist kurz weg oder das andere Lied wird hart eingeblendet und die Kanalbelegung stimmt insofern nicht, dass die Musik nicht so ankommt und auf dem Deck ankommt, wie ihr es möchtet. Deswegen, das sind Punkte, die kann man leicht vermeiden und achtet hier drauf. Denn Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Nichts ist ärgerlicher als ein Gig, der wegen eines defekten Geräts oder kaputten Kabels ins Wasser fällt. Ganz klar. Eure Mediathek solltet ihr regelmäßig warten, aufräumen und eben in Schuss halten. Und natürlich auch als DJ habt ihr den Job im Prinzip immer auch neue Musik mit am Start zu haben. Wir haben das ja auch in der Musiklektion schon besprochen, dass es natürlich Quatsch ist, jetzt immer nur neue Hype-Tracks zu kaufen, aber ihr wollt eurem Publikum ja auch Abwechslung bieten und insofern schaut hier einfach regelmäßig, dass ihr neue Musik reinbekommt und normalerweise seid ihr ja eh so musikbesessen und besitzt hier so eine große Leidenschaft, dass das von ganz alleine schon passiert, weil man immer wieder auf der Suche nach neuen Sachen ist. Ihr könnt hier schon grobe Playlisten erstellen, die ja, passend zum Gig sind, aber eben nur eine grobe Auswahl und nicht zu sehr ins Detail gehen, dass ihr hier so eine genaue Liedfolge habt, denn das wird dann schnell langweilig, weil es alles zu steif ist und vielleicht leidet auch die Stimmung sogar im schlechtesten Fall, wenn ihr einfach so straight euer Ding durchzieht und das Ganze nicht eben an die Veranstaltung, an die Umgebung anpasst. Außerdem kommt es bei euren DJ-Kollegen oder vielleicht auch Gästen, die das Ganze verstehen, was ihr da macht, auch nicht besonders gut an, wenn die halt sehen, ihr habt hier einfach nur eine Playlist von 15 Liedern, wenn ihr 2 Stunden auflegt und die dann einfach eins nach dem anderen runterspielt. Das ist dann natürlich auch schon ein bisschen frech und faul. Falls es auch selber Veranstaltungstyp ist oder ihr sogar in derselben Location ja ein Residency habt und deswegen regelmäßig dort auflegt, dann schaut, dass ihr hier eure Mediathek auch regelmäßig wieder durchgeht, das Ganze nochmal updatet, neue Tracks reinzieht, alte vielleicht wieder rausschmeißt und hier eben nicht 5-mal genau dasselbe Set hintereinander spielt, denn oft gibt es ja auch Stammgäste oder spätestens der Location-Besitzer oder Veranstalter wird es halt checken, dass ihr hier immer nur dieselben alten Kamellen auspackt und ja, da schneidet ihr euch auf jeden Fall ins eigene Fleisch. Mediathek ständig aufräumen und sortieren, also schaut, dass ihr hier verschiedene Playlisten anlegt, die zum Beispiel in Genre unterteilt sind oder in verschiedenen Zeitpunkten der Veranstaltung, eher das Warm-up, dann die Peak-Time oder vielleicht nochmal die Aftershow später, solche Richtungen. Einfach, ihr könnt es ja vollkommen frei machen, was auch immer, ihr könnt es auch nach BPM sortieren oder nach dem Key, es sei euch ja alles überlassen, aber schaut, dass ihr hier einfach generell einen Überblick über die Musik habt, die ihr besitzt. Bei Platten ist das Ganze natürlich ähnlich. Entweder ihr habt vielleicht ein großes Regal, wo ihr die Platten anständig einsortiert oder habt mehrere Plattencases, was auch immer, kommt hier im Prinzip genau auf selber raus. Seid dann auf jeden Fall sicher. Das könnt ihr vielleicht auch nochmal irgendwie in eure Checkliste integrieren, dass ihr auch den richtigen Plattenstapel greift, dass ihr den richtigen USB-Stick greift, dass ihr die richtige CD-Box hier greift, denn das ist natürlich auch was, was man vermeiden kann und was sehr, sehr ärgerlich ist, wenn ihr auf einmal mit der falschen Musik dann im Club steht. Das möchte niemand und ihr könnt euch auch zum Beispiel 2 oder 3 USB-Sticks machen, wo überall dieselbe Musik drauf ist. USB-Sticks kosten heutzutage eigentlich auch fast nichts mehr. Und hier habt ihr eben dann nochmal ein Backup, falls ihr einen verliert, falls auch wieder einer kaputt geht, falls euch einer geklaut wird, was auch immer. Und hier könnt ihr dann leicht ein Backup machen. Wenn ihr Tracks vorbereitet, dann importiert und analysiert den Track, eben wenn ihr digital auflegt, dann das Ganze in euer DJ-Programm. Schaut hier aber trotzdem, dass ihr das, was das Programm gemacht habt, nochmal kontrolliert. Denn logischerweise gibt es keine Garantie dafür, dass das alles so stimmt. Und es kommt durchaus vor, dass ihr bei der Analyse der BPM, der Grid-Striche, also der Rasterung oder dem Key mal was falsch gemacht wird. Und da könnt ihr natürlich händisch eingreifen und das müsst ihr auch, denn sonst steht ihr auf einmal spontan eben bei eurem Gig, wollt den Track eigentlich spielen, ist aber falsch analysiert und ja, kommt dann in Zeitbedrängnis. Oder ihr merkt es vielleicht nicht, versucht den Track einzumischen und es klingt einfach extrem asynchron und falsch und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Achtet hier eben genau auf die Quantisierung, auf BPM, Key und so weiter. Denn oft ist zum Beispiel auch der erste Beat nicht der Downbeat, also die klassische 1 des Taktes. Und hier müsst ihr auch sehr aufmerksam sein, gerade wenn ihr eben dann noch bei den Phrasen mitzählt, denn hier kann man leicht rauskommen. Da müsst ihr dann auch eben eine Markierung, irgendeine Erinnerung in den Track einarbeiten. Man kann ja eben auch bei der DJ-Software dann die 1 genau auf die 1 legen, dann ist das natürlich nicht der Anfang des Tracks, aber ist ja überhaupt nicht schlimm, denn ihr seht das ja dann eben anhand der Zahl, wo es losgeht. Ihr solltet eure Musik sowieso immer mehrfach hören. Am besten, wenn ihr schon den Track noch nicht gekauft habt, mehrmals durchhören, dann nach dem Kaufen auch, denn hoffentlich gefällt euch ja die Musik sowieso, dann wird es automatisch passieren. Macht euch vertraut mit der Musik, fahrt vielleicht, wenn ihr eben zum Gig dann fahrt, mit der Musik schon mal im Ohr dahin oder wenn ihr im Auto sitzt, spielt die Musik einfach schon mal ab, dass ihr da schon mal reinkommt und die Tracks auch wirklich gut kennt und versteht, wann was kommt, wie die Tracks aufgebaut sind, wie die Stimmung ist, ob das dann eben zu manch anderem Track auch gut passt. Oft kommt man hier so auf Inspiration und neue Ideen. Ihr solltet die ganzen Cue-Punkte und Loops am besten auch schon vorher setzen. Natürlich könnt ihr auch sowas spontan machen, wenn ihr merkt, bei dem Übergang brauche ich jetzt hier noch den einen oder anderen. Aber man kann sowas auf jeden Fall auch gut vorbereiten und da tut ihr euch einen Gefallen und nehmt euch unnötige Arbeit dann während des Gigs, wenn ihr da live seid, ab und seid so viel agiler und könnt besser eingreifen. Ihr solltet auch noch das Analysis-Log reinmachen, also den Track sozusagen sperren für weitere Veränderungen, dass hier nicht aus Versehen noch irgendwas passieren kann, dass eben dann wieder Cue-Punkte verschwinden oder die Quantisierung noch irgendwie schief geht und dann seid ihr hier auch auf der sicheren Seite. Probeübergänge üben macht ihr hoffentlich sowieso, indem dass ihr einfach gerne auflegt und gerne zu Hause schon spielt und dann natürlich hier viele Tracks gegeneinander ausprobiert und schaut, was läuft denn am besten. Bei Platten ist es im Prinzip genau dasselbe. Ihr könnt hier ja auch schon Cue-Punkte setzen mit den Klebern auf der Platte selber, genau wie Loops, oder ihr macht das Ganze auf dem Cover. Schreibt dann hier vielleicht noch den Key oder die BPM-Zahl drauf, falls es nicht vermerkt ist. Also hier gilt auch eben genauso die Musik vorbereiten, wie wenn ihr digital auflegt. Wenn ihr hier noch dann die Anzahl Beats, Takte und Phrasen notiert, dann wisst ihr natürlich auch sehr gut, wie der Track an sich funktioniert, wie er aufgebaut ist, wann was kommt. Und das ist bei Platten natürlich auch sehr wichtig. Wenn ihr da eben dann den Übergang startet, habt ihr ja nicht so einfach wie wenn ihr digital auflegt, hier das optische Feedback im Computer, sondern müsst dann entweder auf die Platte schauen oder ihr zählt mit. Das ist natürlich noch viel sicherer und könnt dann eben den Übergang sehr taktgenau starten. Vorbereitung ist eben das A und O. Es ist generell wichtig, sich vorzubereiten, sei es körperlich, auch vom Equipment oder von der Musik. Vorbereitung ist das A und O. Das solltet ihr auf keinen Fall vernachlässigen, denn was ihr einmal eben vernachlässigt habt, was ihr nicht getan habt, das werdet ihr auch nicht dann noch live wieder kurz wettmachen können oder eben wenn ihr dann mal vor Ort seid und eine längere Strecke zu eurer Location gefahren seid, habt ihr meistens auch ein Problem, dann nochmal kurz ein neues Gerät zu holen oder ein neues Kabel, was auch immer, nochmal schnell andere Musik von zu Hause holen, wenn ihr was vergessen habt. Deswegen, das muss alles sitzen, da müsst ihr gut vorbereitet sein und deswegen natürlich auch die Checkliste. Ladet die euch runter und installiert die, dann seid ihr da auch auf der sicheren Seite. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, darfst du uns gerne eine E-Mail schreiben. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.